Hey und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier auf meinem YouTube-Kanal Herz und Seelen Tarot. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Und natürlich auch schon mal Dankeschön für deinen Kommentar, für dein Like und vielleicht, dass du meinen Kanal auch abonniert hast. Vielen, vielen Dank an dich. Und heute beginne ich auch wieder mit einer großen Legung. Ich schaue heute mit meinem Kartenset, aber sicherlich auch noch mit anderen Kartensets, die du hier auch im Hintergrund siehst. Einmal auf dich, auf deinen Herzmensch und natürlich auf die verbindende Energie und die aktuellen Aufgaben. Und da fange ich auch einfach direkt an zu mischen und lege direkt mal los. Ich möchte bitte zunächst die allgemeine Energie. Was darf ich erstmal zur allgemeinen Energie wissen? Spannend. Zwei Karten haben sich hier schon gezeigt. Zunächst die Karte Urlaub. Der Urlaub steht natürlich auch in gewisser Weise für eine Ruhephase, für die Erholung. Also das kann dafür stehen, dass du und dein Herzmensch gerade gemeinsam eine Reise plant. Oder tatsächlich einer von euch beiden irgendwo unterwegs ist. Vielleicht auch, das spüre ich auch hier, eine Überraschung geplant wird. Mal sehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat es hier mit der Öffentlichkeit zu tun. Also, wenn es vielleicht lange Zeit so gewesen ist, dass jemand sich hier zurückgezogen hat oder vielleicht auch in einem fernen Urlaubsland gelebt hat, dann könnte es sein, dass hier eine Veränderung hereinkommt. Eine Veränderung und somit dann auch hier Kontakt über Social Media. Aber natürlich auch die Begegnung und das Treffen ist hier möglich. Also Treffen, gemeinsame Reise, das steht hier auch schon mal ja als allgemeine Energie. Spüre du bitte natürlich auch in dich hinein, ob das deine Energie ist, ob das deine Situation ist. Und wenn nicht, dann mach dir nichts draus. Vielleicht bist du beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es ist schließlich eine Kollektivlegung. Und wenn ich hier aus der Perspektive einer Frau spreche, heißt das natürlich, wenn du männlich bist oder weiblich und auch auf eine weibliche Person schaust, dann denke die Situation bitte für dich um. Ich schaue hier aus der Perspektive einer Frau, die einen Mann liebt. Okay, was darf ich erstmal zu deiner Seite noch wissen? Zur Seite der Zuschauerin, des Zuschauers, des Kollektivs. Eine Botschaft, was ist da aktuell los? Drei Karten. Ich sehe tatsächlich auch die Planung der Reise, die Planung des Treffens. Wir haben zunächst das Schiff. Das Schiff steht auch für die Reise. Danach das Buch und der Brief. Also diese Kartenkombination zeigt allein auch schon, du machst ja bereits Pläne. Die Sehnsucht ist stark. Die Sehnsucht, zueinander zu kommen, zueinander zu reisen, erst recht, wenn da eine größere Distanz zwischen euch ist, das sehe ich ja schon. Es kann noch etwas sein, dass hier noch irgendetwas im Verborgenen liegt. Also du weißt etwas noch nicht oder für dich ist es auch irgendwie wie ein Rätsel. Vielleicht, das kann auch bei einigen von euch sein. Ich mache ja auch persönliche Legungen und da sehe ich natürlich auch, was ist aktuell bei euch los. Und natürlich hat das dann auch ein bisschen Einfluss hier auf die aktuellen Botschaften. Und ich sehe vor allem, dass viele im Unklaren sind. Viele sind im Unklaren, was ist da gerade los? Wann kommt der Kontakt wieder? Oder vielleicht gibt es auch noch Lernaufgaben für dich, wichtige Lernaufgaben, was du für dich verändern kannst, damit ja natürlich dann der Kontakt auch wiederkommt. Der Kontakt, ja, den du dir wünschst. An der Unterseite haben wir in dem Fall gerade die Lupe. Ich werde jetzt gleich aber noch weiter mischen für deinen Herzmensch. Aber es geht ja auch auf jeden Fall für dich darum, du wünschst dir eine Reise, du möchtest hier etwas planen, vielleicht gemeinsam mit ihm, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Oder den Impuls bekomme ich auch. Diese Verbindung ist irgendwie wie ein Geheimnis. Vielleicht bist du das Geheimnis für sein Umfeld. Ich lege hier gleich die Seite von einem Herzmensch. Und es kann auch sein, dass dein Herzmensch etwas so ein bisschen verborgen ist. Und du fragst dich manchmal, wie meint er das? Also du darfst da speziell nochmal drauf hinschauen. Wie kannst du die Kommunikation verbessern bzw. verändern?
Was darf ich zu deinem Herzmensch wissen? Aha, spannend. Ich habe schon gesehen, was an der Unterseite ist. Ich werde aber jetzt erstmal die Karten zeigen. Wir haben zunächst die Sterne. Die Sterne stehen auch für die vielen Wünsche, für die Wunscherfüllung, die möglich ist. Doch man befindet sich hier noch in einer Spirale. In Kombination mit den Sternen sehe ich das jetzt hier vielleicht sehr viel Fantasie, sehr viel, ja, das kann mit dem Urlaub natürlich auch zusammenhängen und mit dem Buch. Man spricht viel oder man redet viel, man fantasiert viel, man hat viele Wünsche, das sehe ich auch schon, aber ich merke es auch im Halschakra. Sprechen, ja, der eine oder andere spricht nur darüber, der andere wiederum nicht, hat es halt nur in den Gedanken, dass man auch irgendwie zueinander kommen möchte, aber dieses Reiten, zueinander reiten, dieses Aufeinander zugehen, darf jetzt in die Veränderung kommen. Also da ist es jetzt wichtig, die Lernaufgabe bei dir, was ich hier schon mal hereinspüre, ist in den Kontakt, etwas am Kontakt zu verändern, vielleicht ein wenig deinem Herzmensch gegenüber mysteriöser sein, also dass auch du nicht immer alles wie ein offenes Buch von dir preisgibst, sondern auch dich selbst nochmal ein wenig verschlossen hältst. Je nachdem, wie du dann natürlich auch bist, warst du in der Vergangenheit zu verschlossen, darfst du dich etwas mehr öffnen, warst du zu offen und zu erwartungsvoll, darfst du dich da ein wenig zurücknehmen. Auf der anderen Seite haben wir hier deinen Herzmensch. Sehr viele Wünsche, sehr viele Fantasien, was ich ja eben auch schon gesagt habe, aber auch der Wunsch nach einem Treffen, nach der Zusammenkunft mit dir. Aber ich spüre hier noch herein, dass man etwas hadert. Und wir haben hier den Spiegel an der Unterseite. Also, ihr spiegelt euch gegenseitig die Lernthemen. Um da jetzt nochmal speziell hereinzuschauen, schaue ich mit den Secret Keycards von Nadine Breitenstein. Verlinkt natürlich auch in der Videobeschreibung. Da schaue ich mal herein. Oh ja, da kommt jetzt auch schon der Schutzpanzer. Aber zunächst der Engel der inneren Einkehr. Okay, also es ist wichtig, also Gedanken zu ordnen, die Ruhe zu nehmen, um eine Neusortierung zu machen. Also auf seiner Seite, in der allgemeinen Energie und auf deiner Seite. Es ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Sich neu zu sortieren, mal etwas verändern im Kontakt oder eben in der Sehnsucht, nicht nur den Erwartungen so entgegenzugehen, sondern auch sich ja etwas Ruhe zu geben und auch die inneren Schattenthemen zu lösen. Denn es wiederholt sich etwas. Das zeigt natürlich auch die Spirale. Die Spirale ist einerseits so das Gedankenkarussell, aber natürlich auch die wiederholenden Vorgänge. Etwas wiederholt sich hier die ganze Zeit und da darf vor allem auch dein Herzmensch jetzt den Sprung herausschaffen, den Sprung heraus und den Schutzpanzer ablegen. Denn man hat hier noch Angst vor Verletzungen, sowohl du als auch dein Herzmensch. Vielleicht sind dadurch manchmal verhärtete Fronten da und alte Probleme. Wie gesagt, Angst vor Verletzungen, das ist wie so eine Wiederholung. Es wiederholt sich immer wieder alles, bis man nach und nach mal den Helm abzieht, mal das Schwert zur Seite legt, mal das Schild beiseite legt. Also wie dieser Ritter hier, ihr könnt es ja sehen, einfach mal die Rüstung ausziehen und dann dementsprechend auch mal so ein bisschen, wie gesagt, entweder ein bisschen mehr von sich preisgeben oder mal ein bisschen, ne, das musst du auf deine Situation schauen. Oh, ich sprudel heute auch wieder über. Ich merke das schon. Ich hatte übrigens die letzten Tage, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe die Energien komplett gemerkt. Ich lag flach, ich habe super lang geschlafen. Ich war so K.O. und bin jetzt auch wirklich froh, dass ich mir auch selber die Zeit der inneren Einkehr genommen habe. Das ist natürlich auch immer wichtig für mich persönlich und ich danke da nochmal für euer Verständnis, dass ich da die letzte Zeit so ein wenig etwas mich zurückgenommen habe von den privaten Legungen. Aber jetzt kann ich hier auch nochmal sagen, private Legungen können ab jetzt natürlich auch wieder gebucht werden. Und schon bald, das kann ich auch schon mal ankündigen, gibt es auch neue Angebote. Auch zum Beispiel
30 Tage, 30 Botschaften. Also dementsprechend einen ganzen Monat lang kriegst du von mir täglich eine Tagesbotschaft oder ich mache noch ein weiteres Angebot, dass es auch einmal die Woche ist. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Schau dich gerne auf meiner Webseite um und kontaktiere mich natürlich gerne per E-Mail, wenn du da Interesse hast. Schreib mir gerne dann auch schon deine Situation. Ein paar Impulse bekomme ich dann sicherlich schon und kann dir dann natürlich auch eine Botschaft bzw. ein Angebot bei mir empfehlen. So, jetzt möchte ich mal weiterschauen, wie geht es denn zwischen den beiden hier weiter? Die Karte möchte ich zunächst als erstes zeigen. Also es geht ja wie gesagt um das Spiegelkabinett, um die Selbstreflexion. Es geht darum, einen Ausweg zu suchen, einen Ausweg aus dem Hin und Her, aus den Geheimnissen. Das, was man in der Vergangenheit nicht so richtig geschafft hat, einen klaren Kopf behalten, heißt natürlich auch, man ist hier noch sehr mit dem Verstand unterwegs. Nicht immer nur, das ist auch wichtig, mit dem Verstand unterwegs zu sein, sondern auch sich ein bisschen zu öffnen und dementsprechend die Lernaufgaben anzugehen. Lernaufgaben angehen, ja, hier sind ungelöste Probleme, Seelenwachstum steht hier auch auf der Karte und das bedeutet dementsprechend, es ist eine karmische Verbindung, eine Seelenpartnerschaft, in der ihr euch spiegelt. Genau das habe ich ja eben auch gesehen. Aber es ist hier auch eine Vereinigung und ein Neuanfang möglich. Du darfst Kampfesgeist entwickeln, vielleicht auch mal die Anstrengungen etwas anders zu machen, aber diese Anstrengung, würde ich sagen, lohnt sich, etwas Neues zu überlegen, etwas Neues herauszufinden, wie man eine neue Ebene erreichen kann, wie man diese Vereinigung erreichen kann. Der ein oder andere, das könnte natürlich auch sein, hat hier den Hinweis, könnte ein Kind erwarten. Aber ich sehe hier vor allem die Vereinigung zwischen euch beiden. Und zum Abschluss möchte ich dann natürlich auch noch mal kurz schauen mit dem Engel der Liebe Orakel von Doreen Virtue. Was darf ich zu dieser Verbindung wissen? Okay. Also, erst einmal, das könnte der oder die Richtige sein. Also, du bist deinem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Es ist hier in dieser Verbindung der oder die Richtige. Wow. Das klingt doch in erster Linie erstmal super. Doch, wir haben hier noch, es ist wichtig, die Zeit zu nehmen und die Kontrolle über das eigene Leben zurückzuholen. Also dementsprechend sich auch aus den eigenen Schutzpanzern zu befreien, der Rückzug zur Erholung. Es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Aber auf dieser Karte sind natürlich auch zwei Personen zu erkennen. Das bedeutet, wenn man sich hier aus dem Gedankenkarussell, aus dieser Spirale befreit, wenn man entweder ein wenig mysteriöser ist, so kann man den Gegenüber dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr anziehen. Aber eben das auch mal ausspricht, was vielleicht noch nicht ausgesprochen ist, und auch mögliche Geheimnisse offenbart. Dadurch kann man sich hier gemeinsam weiterentwickeln und gemeinsam dann zueinander finden. Wie gesagt, Bewegung ist hier angekündigt, Kommunikation ist hier angekündigt, auch ein Treffen ist möglich. Die Sehnsucht und der Wunsch, also Sehnsucht und Wunsch miteinander zu kommen und viele Fantasien, die spüre ich hier schon. Also da kann ich schon sagen, ihr spiegelt euch sehr und ihr habt beide viele Wünsche und ihr seid wirklich so fest miteinander verbunden, wie auch auf dieser Karte hier zu erkennen ist. Doch es gibt da noch ein paar Lernaufgaben und da ist es wichtig, sich mal die Ruhe und die Zeit der Erholung zu nehmen, um natürlich auch den anderen zu vermissen. Es bringt nichts, wenn du deinem Herzmensch die ganze Zeit schreibst und schreibst und schreibst. Dann lernt er oder sie dich gar nicht vermissen. Und da ist es wichtig, das, was ich auch mal gesagt habe vorhin, ein wenig mysteriöser zu sein, mal anders zu sein, mal Dinge anders anzugehen, um hier eine, ja, Vereinigung zu bekommen. Also die Vereinigung und der gemeinsame Rückzug, die Zusammenkunft gemeinsam, die ist hier möglich. Und das ist eine wunderschöne Botschaft. Ja, mit dieser Botschaft
wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe. Ich freue mich auf dein Like und natürlich auch auf dein Feedback in den Kommentaren. Gerne kannst du mich auch persönlich per E-Mail oder natürlich auch über meine Webseite kontaktieren. Und somit wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe und bis bald.